Hey meine Lieben, heute eine neue Folge bei Coconut Spirit. Und zwar, wir dürfen uns entspannen, wir dürfen ganz harmonisch in Liebe und Dankbarkeit leben und uns gegenseitig dazu erinnern. Das ist das A und O. Und hiermit möchte ich einfach mal ein Kapitel vorlesen von meinem Buch Ein neues Leben. Und zwar Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit. Schreibe dir 10 Dinge auf, für die du dankbar bist. Dadurch wirst du das Leben noch mehr lieben und dich gut fühlen. Verschwende nicht deine Zeit damit, dich über das zu beschweren, was nicht funktioniert. Sei dankbar für alles und genieße jeden Moment wie deinen letzten. Alles ist ein Segen. Und Dankbarkeit hilft uns viel mehr, als die meisten glauben zu wissen. Das Universum dankt dir für deine Dankbarkeit und wird dir alles geben, was du brauchst. Jede Begegnung ist ein Geschenk. Jede Sekunde mit einem lieben Menschen ist ein Wunder. Dankbarkeit lässt deine Sorgen und deine Ängste einfach verschwinden. Probiere es bitte aus. Steh jeden Morgen auf und bedanke dich bei Gott oder dem Universum für 10 Dinge, die du hast, und dir wird Angst nicht mehr zur Last fallen. Etwas Angst ist normal und sollte nicht verdrängt werden. Doch Angst ist ein Gefühl. Gefühle können wir beobachten, wie wir auch Gedanken beobachten können. Sobald du es beobachten kannst, wird dir klar, dass du das nicht bist. Du kannst es ja beobachten. Das heißt, du kannst die Identifikation damit lösen. Du solltest die Angst kontrollieren, nicht die Angst dich. Ich habe vieles erlebt und ich treffe oft Menschen, die bewundert sind, welches Wissen ich in meinem jungen Alter bereits habe und welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Gerne möchte ich das teilen und ich bin sehr dankbar dafür und möchte mein Wissen teilen. Gerne möchte ich erleben, wie Kinder in der Schule bereits lernen zu lernen. Mein Ziel ist es, deinen Kindern, der nächsten Generation, aber auch vielleicht meinen Kindern, der nächsten Generation, die Möglichkeit zu bieten, noch früher mehr Wissen zu erlangen. Wenn es nach mir ginge, würde ich ein Fach Persönlichkeitsentwicklung in allen Schulen einführen lassen. Kommen wir zurück zur Dankbarkeit. Ich bin für jeden Moment dankbar und wünsche es jedem, dies auch sein zu können. Nach meiner 2. Krebsheilung bin ich unendlich dankbar dafür, weiterzuleben und den Weg der Gesundheit vernünftig zu verstehen. Das ist eine kleine Ausführung gewesen von meinem Buch Ein neues Leben, Bewusstheit statt Krankheit. Gerade jetzt in der Phase, ich habe ja auch die letzten Videos ein bisschen berichtet, was alles so wirklich hier gerade abgeht. Es ist wichtig, dass wir zwar klar sehen, was ist, dass wir uns alles anschauen, dass wir wissen, was passiert, aber dass wir, wie mich mein guter Freund Isa Mastermind immer wieder erinnert und auch an seinem Kurs, an dem ich teilnehme, wundervoll, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder zur Mitte kommen. Und ich merke selber an mir selbst, dass mich das sehr stark belastet hat, diese ganze Corona-Geschichte. Aber ich darf auch wieder in meiner Mitte sein und ich bin dankbar dafür. Und deswegen sage ich ganz klar, es ist wichtig, uns gegenseitig zu erinnern, in unserer Schwingung zu sein, in unserer Dankbarkeit zu sein, zu schauen, wo wir uns unterstützen, in verschiedenen Naturheilverfahren. Ganz, ganz liebe Grüße. Hier kommt übrigens jetzt was Spannendes, Überraschendes, ganz, ganz Neues auf dem Kanal mit zusätzlich in Richtung Entspannung. Ganz, ganz liebe Grüße. Und einen wunderschönen, herrlichen, liebevollen Hier-und-Jetzt-Moment wünsche ich dir. Mach's gut.